G. G. Anderson, richtiger Name Gerd Grabowski, geboren am 4. Dezember 1949 in Eschwege, Deutschland, ist einer der bekanntesten Sänger, Musiker und Musikproduzenten Deutschlands. Sein Leben und seine Karriere sind mit berühmten Popsongs wie Mama Lorraine und Summer Night in Rom verbunden. Doch hinter dem Ruhm seiner Karriere musste G. G. Anderson viele Schmerzen und Herausforderungen durchstehen, die nicht jeder kennt. Im Alter von 74 Jahren sehnt er sich immer noch danach, sein wahres Glück zu finden, doch die Höhen und Tiefen seines Lebens und seiner Karriere haben unauslöschliche Spuren in der Seele dieses talentierten Künstlers hinterlassen. G. G. Anderson begann seine musikalische Karriere bereits in sehr jungen Jahren. 1964 trat er der Band The Racketts bei und beeindruckte schnell mit seinem herausragenden musikalischen Können. In den folgenden Jahren wirkte er weiterhin in verschiedenen Bands wie Blue Moons und Love and Tears mit. Doch erst 1973 begann er seine Solokarriere unter dem Künstlernamen Alexander Marco und dann als Tony Bell. Seine Karriere nahm gerade erst richtig Fahrt auf. Trotz einiger Erfolge waren diese ersten Jahre nicht einfach. Anderson hatte viele Schwierigkeiten, seinen eigenen musikalischen Weg zu finden, experimentierte ständig und änderte seinen Künstlernamen, um ihn an den Musikmarkt anzupassen. Erst als er 1980 den Künstlernamen G. G. Anderson annahm, blühte seine Karriere richtig auf. Hits wie Mama Lorraine, Santa Lucia, Versinkend im Meer und insbesondere Sommernacht in Rom verhalfen ihm zu einem der führenden Popkünstler Deutschlands. Aber beruflicher Erfolg bedeutet nicht, dass man auch im Privatleben glücklich ist. G. G. Anderson musste viele Schmerzen und Geheimnisse in seinem Leben verbergen und wollte nicht, dass jemand erfuhr, mit welchen Schwierigkeiten er im wirklichen Leben konfrontiert war. Eine der größten Herausforderungen für G. G. Anderson waren die Ereignisse in seiner Musikkarriere. Obwohl er große Erfolge erzielen konnte, verändert sich der Musikmarkt ständig und der harte Wettbewerb hat ihn immer wieder in schwierige Situationen gebracht. Es gab Zeiten, in denen seine musikalischen Produkte nicht wie erwartet ankamen, was großen Druck auf Anderson ausübte. Er musste mit Kritik und Enttäuschung rechnen, doch mit seiner Leidenschaft für die Musik versuchte er immer, alles zu überwinden, um weiterhin einen Beitrag zum Publikum zu leisten. Darüber hinaus erlebte G. G. Anderson auch viele persönliche Schmerzen. Obwohl seine Musikkarriere sehr erfolgreich war, verlief sein Privatleben nicht immer reibungslos. Er hatte mit Ehekrisen und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Verwandten zu kämpfen. Doch mit Geduld und Liebe versuchten G. G. Anderson und seine Frau, die Herausforderungen zu meistern und das Familienglück zu wahren. Sie führten ein glückliches Zusammenleben, auch wenn es Zeiten gab, in denen die Stürme unüberwindbar schienen. Im Alter von 74 Jahren sehnt sich G. G. Anderson immer noch danach, sein wahres Glück zu finden. Obwohl er in seiner Musikkarriere viele Erfolge erzielt hat, versteht er, dass Glück nicht nur durch Erfolg, sondern auch durch Seelenfrieden und die Liebe der Familie entsteht. G. G. Anderson hat in seinem Leben viele Ereignisse erlebt und diese Erfahrungen haben ihm geholfen, den wahren Wert des Lebens zu erkennen. Im Jahr 2024 veröffentlichte G. G. Anderson sein 30. Studioalbum mit dem Titel Sieben Leben, ein wichtiger Meilenstein seiner Karriere. Das Album erreichte Platz 18 der deutschen Albumcharts, aber was noch wichtiger ist, es markierte das Ende einer langen Karriere in seiner musikalischen Karriere.
Mit der Veröffentlichung dieses Albums gab G. Anderson seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft bekannt und beendete damit ein Kapitel voller Höhen und Tiefen in seinem Leben. Auch wenn er aus dem Rampenlicht verschwunden ist, behält G. Anderson seinen Glauben an das Leben bei. Er wollte die letzten Jahre seines Lebens mit seiner Familie genießen und den Frieden und das Glück finden, nach denen er sich immer sehnte. Der Schmerz und die Geheimnisse, die er einst verbarg, sind jetzt nur noch Erinnerungen, wertvolle Lektionen, die ihm helfen, mehr zu schätzen, was er hat. G. Anderson ist ein lebender Beweis dafür, dass Menschen, egal wie viele Herausforderungen und Schwierigkeiten das Leben mit sich bringt, sie alle überwinden können, wenn sie genug Geduld und Liebe haben. Er lebte ein Leben voller Aufruhr, aber auch voller Inspiration. Auch im Alter von 74 Jahren ist G. Anderson immer noch ein talentierter und angesehener Künstler, der beim Publikum und in der deutschen Musikindustrie einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Auch wenn er seinen Abschied von der Bühne und seinen Rückzug aus der Musik ankündigte, wird G. Anderson den Fans immer als Ikone der deutschen Popmusik in Erinnerung bleiben. Seine Hits, von Mama Loren bis Sommernacht in Rom, klingen noch immer in den Herzen des Publikums und wecken schöne Erinnerungen an eine glänzende musikalische Discovery, bringing everything that we had to bear into that deal and really selling on value. So their ACVs were like 3 times, 5 times everybody else's. That's a first good indicator. It's really hard to move from an inbound motion to an outbound motion. So you like a lot of the reps that were doing inbound were naturally actually going out and doing some prospecting anyways. You know, because they were thinking, hey, I know I'm going to go do that. So you can see some of the behaviors starting. And then, you know, the other big piece is like, they're, you know, how do they quarterback the resources of the business and bring them around, you know, around the opportunities and leverage the power of the whole organization, which helps them drive that full ACV thing. So you can see some hallmarks early on in reps that are showing the right behaviors that are going to be able to make the transition. I remember when at my last company, Viz, I was promoting some of my team members into more of a upper mid-market role. I mean, it's healthcare, so everything's enterprise, right? Everything's literally enterprise. What we call upper mid-market is bigger companies than most companies in SaaS sell to. But the thing that I was looking for is executive presence. How did they get on a call? And I'm a pretty casual guy. You know, I mess around a lot, but I think, you know, knock on wood, I believe that when I'm in front of someone that I need to have executive presence, I need to manage the call accordingly. I can really speak that language and have the right tone and tenor. And it's a natural thing. And I was watching for that a lot with my sales reps who got on kind of sloppy and like, hey, what's up? How y'all doing? Good to see y'all. Versus who showed up was like, hey, thanks for your time today. We've got an agenda laid out. I want to talk to you a little bit about the purpose of today's conversation. It's just different. You felt it differently, right? That's actually a great call out. And ones that understand, you know, I can't remember what, I think it was out of Keenan's gap selling book. Like today there's like 6.8 buyers involved in a sale. So, you know, to your point, that executive presence, can they show up and hold their own, be prepared and, you know, present the business and themselves in the right way at the executive level. But then are they going across and can they hold the conversation not only with the CEO, a CPO and a CFO, like are they that chameleon that can adjust to those different buyer personas? Because as you get into these, you know, you start going up market and getting into bigger deals, as you know, playing in that space, right? Like you got to talk to like 5 to 7 different buyers over different functions that have very different needs. And you've got to be able to turn and talk in the finance language, talk the stories and numbers to the finance person, turn around and talk to product and, you know, how that customer experience looks. Yeah. More of the, I think, business acumen across the systems of a business, right? Talking about roadmap with product, right? Talking about P&Ls with finance and knowing that. Not everyone knows that. And I think some good development you can do. All right, last question here. And then we're peeling off. I'm grateful for your time, Adam. When we think about, you know, your career, when we think about your success at Payrix, at ChargeBee, and all that organization before that, I think a lot of it's a team sport, right? And I think there's a lot of support roles. And I really enjoy this part of the conversation, actually. There's a lot of support roles that don't always get the love and the external love. So who comes to mind? You mentioned some folks earlier, but I want to make sure you get an opportunity to shout out. Who are some AEs, SCRs, RevOps?